Moin! In diesem Video geht es um die Integration von Home Assistant in Google Home. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten. Im ersten Schritt könnte man die Home Assistant Cloud nutzen und so das ganze Projekt unterstützen. Oder den zweiten Weg, den ich euch jetzt zeigen werde, der ist etwas mit mehr Klickarbeit verbunden, aber er funktioniert. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr auf euer Home Assistant von extern zugreifen könnt und hierfür eine HTTPS-Verbindung eingerichtet habt. Wie das Ganze geht, habe ich euch in diesem Video hier rechts oben gezeigt. Und nun soll es losgehen. Dazu klickt ihr auf die Internetseite konsole.actions.google.com und auf dieser Seite klickt ihr hier unten auf New Project. Die Fragen, die jetzt kommen, habe ich mit Ja beantwortet, könnt ihr theoretisch aber auch mit Nein bestätigen. Und danach unter Agree und Continue geht es weiter. Jetzt vergeben wir für unser Projekt einen Namen. Ich vergebe hier den Namen Home Assistant und stelle dann die Sprache auf Deutsch und das Land auf Germany. Und dann klicke ich anschließend auf Create Project. Im nächsten Schritt klicken wir jetzt auf Smart Home und dann auf Start Building. Es dauert einen kleinen Moment. Und nun vergeben wir unter Name Your Smart Home. Vergeben wir einen Namen. Ich nehme hier wieder Home Assistant und klicke auf Save. Im nächsten Schritt gehen wir auf Actions und geben hier unsere HTTPS-Verbindung ein. Das ist unsere URL. Anschließend mit dem Doppelpunkt und dem Port, wo wir das Ganze haben. Dann kommt /API und dann /Google-Assistant. Danach klicken wir auf Save und dann wird eine Vorauswahl gestartet. Bei mir hat das Ganze nicht funktioniert. Dann klicke ich auf Discard und gehe auf den nächsten Schritt auf Account Linking. Dort tragen wir ein OAuth-redirect.googleusercontent.com/r/. Dann kommt unser Google-Projektname. Wie wir den ganzen bekommen, sehen wir hier oben in der RSS-Zeile. Dann geben wir ein Client-Secret ein. Das ganze Passwort benötigen wir aber nicht mehr. Und dann kommen wir in die Authorize URL und dort tragen wir wieder unsere URL ein, die wir über Home Assistant haben. Und dann kommt das mit /auth und dann /authorize. Und natürlich auch hier den Port nicht zu vergessen. Und bei Token URL klicken wir die URL /auth/token. In der Folge klicken wir auf Next und dann tragen wir beim Scope hier ein E-Mail und Name und dann Ganze auf Save. Und dann können wir hier oben auf Test anklicken und können das Ganze testen. Bei mir hat das jetzt leider nicht funktioniert. Daraufhin habe ich unter Actions nochmal die Logdatei auf All gestellt und habe nochmal auf Save gedrückt, rechts oben. Und dann konnte ich sehen, dass auf einmal die Vorschau auch vernünftig erzeugt wurde. Und es funktioniert alles. Und jetzt können wir nochmal auf Account Linking draufklicken und dann nochmal auf Test. Und dann sehen wir auch, dass der Test funktioniert. Im zweiten Schritt gehen wir auf die Seite console.cloud.google.com und dort können wir oben das Projekt auswählen und dann wählen wir das Home Assistant Projekt aus. Und im nächsten Schritt klicken wir auf API und Dienste und dann
auf Anmeldedatum. Im nächsten Schritt müssen wir hier unten bei den Dienstkonten über die Anmeldedaten erstellen, ein Dienstkonto erstellen. Dann geben wir einen Namen, Home Assistant beispielsweise, klicken auf Erstellen, wählen dann bei der Rolle Dienstkonten aus und Erstellen von Dienstkonten-Token und dann auf Weiter. Im Anschluss klicken wir dann auf Fertig und jetzt hier unten auf den erstellten Dienstkonto auf Bearbeiten, gehen dann auf Schlüssel und klicken auf Neuen Schlüssel erstellen. Dann öffnet sich ein Downloadfenster, ein JSON-File, das klicken wir auf Erstellen und laden das Dokument runter. Oben in der Suche HomeGraph und wählen die HomeGraph API aus und aktivieren diese. Nachdem die aktiviert wurde, haben wir alles bei Google erledigt. Wir wechseln nun in unser Home Assistant. Home Assistant klicken wir auf den File Editor und wählen die configuration.yaml aus. Dort tragen wir folgenden Code ein. Einmal Hashtag Google Home Assistant als Kommentar. Dann Google-Assistant Doppelpunkt Projekt-ID und dann wählen wir unsere ID. Dann wählen wir Service-Account Ausrufezeichen Include und dann Service-Account.json. Und zu guter Letzt nochmal Report-State gleich True. Im Anschluss erstellen wir ein neues File und nennen das Ganze Service-Account.json und klicken dann auf OK. Und in dieses Dokument kopieren wir die vorher heruntergeladene JSON-Datei und klicken dann auf Save. Nun klicken wir auf die Entwicklerwerkzeuge, auf Konfiguration prüfen und anschließend auf Neu starten. Jetzt ist alles eingerichtet und wir brauchen nur noch unsere Geräte in Google Home hinzufügen. Klicken wir auf die Google Home App, dann oben auf das Pluszeichen links oben und im Anschluss auf Gerät einrichten. Dann mit Gerät von Google kompatibel und wir wählen jetzt hier oben in der Suche einmal Test aus und dann sehen wir, hier ist unser Home Assistant. Dann müssen wir das ganze Konto verknüpfen, indem wir auf Weitergehen und klicken dann den Benutzernamen und das Passwort ein. Nun wird Home Assistant mit Google Home verlinkt und in der Folge können wir dann alle Geräte in Google Home per Sprachbefehl in Home Assistant steuern. Klicken hier nochmal auf Zurück und sehen hier das Bad Garage als zweites Gerät. Sehen wir verbunden über Home Assistant. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst doch dann ein Gefällt mir oder einen Kommentar da. Und solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns bald wieder zum nächsten Video und tschüss!